Immer ein bisschen das Gefühl, dass die in Deutschland alle so vom Theater kommen, dass die möglichst laut und klar alle sprechen müssen. Oh, ich werde gerade bedroht. Äh, aber also, wenn da jemand eine Knarre an der Schläfe hat, dann muss der nicht sprechen, als wenn der gerade sich bewirbt irgendwo. Das kann man auch mal eine Silbe nicht verstehen. Also, das ja. ist einfach echter. Ja. Also, darf ich mal in die Kamera sprechen? Ne? Leute, schaut englische Originalversionen. Ne? Also, es lohnt sich. viele verschiedene Musikstile, die abends gespielt worden sind, als sich diese Tanzmusik so ein bisschen ausgebreitet hat. Ich habe ja noch ein bisschen früher angefangen, mich dafür zu interessieren. Also ich habe dann Ende der 80er angefangen mit Musik, mit elektronischer Musik, selber zu Hause, da war ich ja noch Schüler, 14, 15 Jahre. Und als dann das so anfing, dass so die ersten Techno-Partys aufkamen und so, die Techno geheißen haben oder ähm, Dance-Partys, da war das alles ganz frisch. Das gab, es war kein Mainstream, es lief nicht im Radio, es war, es war einfach ein experimentelles Feld. Und das ist natürlich für einen 15-, 16-Jährigen sehr spannend, weil ähm, da kann man sich mit selbst entdecken, man kann Sachen ausprobieren. Ähm, also mir fällt vor allem ein, dass es eine, eine ganz bunte Landschaft war. Wenn man abends weggegangen ist, war das wirklich so, dass du nicht genau wusstest, was musikalisch auf dich zukommt. Ähm, weil die DJs noch nicht so festgefahren waren. Die haben dann mal eine Drum-and-Bass-Platte aufgelegt und mal Dance. Mal, also Dance in dem Sinne, dass es schon eher Pop war damals und dann auch mal doch was Härteres. Also es war schon alles sehr gemischt abends und ähm, das fand ich schon fand ich schon eine coole Sache. Und natürlich habe ich dann für mich meinen Sound entwickelt, genau in diesen Jahren. Also bis ein bisschen früher, also so 91, 92 habe ich ja meinen eigenen Sound dann entwickelt. Und ähm, welche Jahre hast du gesagt? 93, 94, da habe ich, hab ich die dann so ausgelebt. Also das waren so die, die Gefühle, die mit reinkommen. In die noch früheren Jahre, 90, 91, kann man schon fast sagen, so ein bisschen die Punk-Attitüde dass man als, als, als junger Teenie Musik machen wollte, die eben nicht im Radio läuft. Also ich bin aufgewachsen mit elektronischer Musik à la Kraftwerk. Deswegen war ich nie Kraftwerk-Fan, weil, naja, es lief halt im Radio, es war schon da, es war Pop, es war Mainstream, es war langweilig. Und ähm, als ich das erste Mal in einer großen Halle die 909 Bassdrum, also das, das Definierende von Dance Techno, äh, gehört habe, da habe ich gedacht, das ist geil. Und dann kam noch bei mir dazu, dass ich gesagt habe, ähm, der Sound ist geil, aber ich würde gerne, also die Härte ist geil, aber ich würde gerne auch noch Melodien haben. Ich würde gerne diese Härte, die da neu aufkam, kombinieren mit den Melodien, die es früher schon oft gab. Also Vangelis, Jean-Michel Jarre, die ganzen Elektroniker, die viel mit Melodien gearbeitet haben, die fand ich melodiös toll, aber eben zu seicht. Und das, genau das kam halt zusammen in diesen frühen 90er Jahren. Und äh, ja, das war schon eine geile Zeit. es war wirklich so, dass es damals, als ich angefangen habe, äh, sagen wir mal wirklich 1990, 91, da war es allein technisch schon schwierig, diese Art von Musik zu machen. Also die Geräte waren teuer, man brauchte die Geräte, es gab keine Handys, mit denen man Musik machen konnte oder äh, oder einfach nur ein PC, wo Plugins drauf laufen, sondern man musste halt wirklich viele tausend D-Mark in die Hand nehmen, um sich irgendwelche gebrauchten Geräte zu kaufen. Also nur ein Beispiel. Ich habe äh, noch Ende der 80er Jahre mich für, für Musik interessiert und äh, aber eigentlich Computer programmiert. Und dann habe ich ein Making of Video gesehen, wo Mars Pump Up the Volume äh, gezeigt haben, wie wie das entstanden ist in deren Studio. Und da war ein Synthesizer von Casio, äh, ein Sampler. Und da habe ich gedacht, das Ding muss ich haben. Bin in den nächsten Laden gegangen und dann haben die gesagt, ja, 5000 D-Mark. Und damit war für mich als Schüler der Traum vom Sampling erstmal zwei Jahre lang weg. Und irgendwann dann habe ich, äh, hab ich dann gespart und äh, den dann für 2000 D-Mark gebraucht, gefunden, zwei Jahre später. Und äh, für einen Megabyte Speicher, Sampling. <laughs> äh, das waren halt so die, die, die Umfälle. Also es war halt es war halt anstrengend, alleine nur. Wenn man Drums haben wollte, wenn du alleine diese knallige Bassdrum haben wolltest, ähm, eine Original 909 war unbezahlbar und ähm, du brauchtest ja auch noch andere Sachen, die dann in den Song reinkamen. Also es war einfach schon anstrengend, das so zusammenzubauen, wie man es gerne hätte und daraufhin war es ja nicht viel anstrengender, daraus dann was besonders Geiles zu machen. Also wenn du eh schon viel dran arbeiten musstest, dann konntest du halt auch noch ein paar Stunden oder Tage länger dran arbeiten und was richtig Geiles basteln. Also ich glaube, das ist sowas, was heute verloren gegangen ist. Dadurch, dass du wirklich einen Beat mit zwei Klicks auf dem Handy oder einem iPad hinkriegst, ist den jungen Menschen, die das heute anfangen machen zu wollen, ist vielleicht gar nicht bewusst, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn Dinge nicht so einfach sind. Also zum Beispiel ein Instrument zu erlernen. Wenn jeder Gitarre spielen könnte, dann hätte es wahrscheinlich nie wirklich virtuose Menschen gegeben, die besonders gut darin sind. Und äh, vielleicht hängt das damit zusammen, dass es doch echt schwierig war damals. Und das Equipment, ähm, ich besitze eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren das Ganze nicht mehr, weil die meisten Sachen, die man damals benutzt hat, waren ja kleine Computer im Prinzip, also es waren, ich bin ja eingestiegen nach der Analog-Ära. In den 70er, 80er Jahren waren die Synthesizer alle noch analog aufgebaut. Dann kamen die Digitalen und alles musste digital werden und außerdem ja, Sampling auch. Und die Geräte sind im Prinzip nur Computer und werden, wurden natürlich mit der Entwicklung des Computers immer besser. Also, das heißt, also, es gibt keinen Grund, nostalgisch zu werden und zu sagen, ich muss unbedingt diesen alten Sampler wieder haben, wo ich Disketten reinschieben musste und um einen Drum Sound zu laden, eine Minute warten musste, bis der den reingeladen hatte. Das vermisse ich nicht. Also, das heißt, diese ganzen alten Geräte sind weg. Es gibt einige digitale Synthesizer, die noch von Interesse sind. So habe ich zum Beispiel immer noch die kleine Version des Roland JVs hier hinten in mein großes Analog Setup eingebunden. Das ist im Prinzip die kleine Version des Synthesizers, der den Spring Sound zum Beispiel gemacht hat. Oder auch die Flächen von, von, von den ganzen Hits in Mitte der 90er. Also, ähm, das ist das Ding, war früher natürlich größer, aber jetzt, das ist so eine kleine Version davon. Da kann ich, wenn ich will, die alten Sounds alle relativ schnell wieder haben. Und samples natürlich im Computer. Das ist klar, das geht natürlich heute viel besser. Die Grundlage war wirklich dieser gebraucht-gekaufte Casio-Sampler mit einem Megabyte Speicher, den ich dann hinterher für sehr viel Geld auf zwei Megabyte erweitern konnte. Ähm, der, ähm, das waren, also Ich habe Teile gesampelt, ich habe viel vorm Radio gesessen und äh, erst auf Kassetten aufgenommen, Sachen, die, die sich interessant anhörten und daraus dann Schnipsel gesampelt. Also zum Beispiel nur das Attack von, einem, von, einem, von einer Bassdrum, also auch von einer Rock- oder Pop-Bassdrum und damit dann rum experimentiert. Aber ich habe zum Beispiel auf der ersten Platte, ähm, die dann auch als CD rauskam, Nautilus, ähm, über Talas Label Submi Plasma damals, äh, 1991 oder zwei, weiß ich gar nicht, ewig her, da habe ich zum Beispiel noch einen Percussion-Sound gemacht, indem ich eine Cola-Dose festgehalten hatte und so äh, auf den Tisch bouncen lassen hatte. Das macht so Brrrr. und das ist ein Sound, den höre ich jetzt noch immer überall raus, wenn wenn ich ihn noch mal hören würde. Also ich glaube, naja, ich kann vielleicht ganz äh, ganz uneitel einfach sagen, ich habe einfach ein Fable für geile Sounds, also für interessante Sounds, die ich interessant finde. Und das war halt damals die knallige Bassdrum. Also das hat sich natürlich stark geändert, aber damals äh, so mit 15, 16, 17, 18 musste es halt ballern und ich hatte zu Hause natürlich auch keine riesen PA-Anlage, die mit 30 Hertz supers äh, mir den Bassdruck verschafft hat, sondern es waren halt billige HiFi-Boxen und da musste es knallen und das war vielleicht auch die Referenz, weshalb das alles die Drums alle nicht so basslastig waren, sondern eher geknallt haben, weil ich eben Härte wollte. Also das waren wahrscheinlich so die ausschlaggebenden Gründe ja und dann und dann viel basteln, weil ich meine, wenn du eh minutenlang wartest, bis so ein Ding lädt, dann fummelst du halt auch mal minutenlang mit anderen Dingen rum und klickst nicht nur einfach Presets durch. Also das ist, war halt da, es war viel gebastelt damals, ja. Viel selber samplen, viel übereinanderlegen. Du hattest ja auch, also so einen Sampler, der hat acht Stimmen gehabt. Und da musste alles rein. Also Bassdrum, hi hats Snare Drum. Uh, jetzt müssen wir schon überlegen. Wenn ich jetzt noch einen Bass nehme, dann wird es mit einem Akkord mit drei Stimmen, da wird es schon eng. So musste man damals halt alles sich so zusammenbauen und jeder Sound war wichtig und man hat einfach viel, viel Arbeit reingesteckt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Unterschied zu heute. Ja. Nicht in dem Sinne, wie man normalerweise Vorbilder sehen würde. Es gibt aber einen Event, den ich ganz gerne in diesem Umfeld immer erzähle, nämlich. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass ich, dass ich dieses Melodische schon zehn Jahre davor kannte. Auch über die WDR-Sendung Schwingungen zum Beispiel, die so diese deutsche Berliner Schule, Tangerine Dream Kram und so, so, so ganz seichte, niedliche elektronische Musik mit schönen Harmonien und netten Melodien. Und das fand ich schon ganz interessant, auch von den Sounds her, weil es halt auch Sounds waren, die noch im Radio nicht so viel gespielt worden sind. Und Aber mir fehlte diese Härte. Und ähm es gab wirklich ein Event, da kann ich mich dran erinnern, ich war 15 Jahre, ähm, hätte eigentlich gar nicht da sein dürfen, war in der Macht der Nacht hier im Umland von Düsseldorf und äh, da hat Westbam aufgelegt. Der ist ja schon nochmal zehn Jahre länger dabei als ich. Und äh, da stand ich in dieser großen Halle und habe das erste Mal in diesem Umfeld so eine knallige Bassdrum, so eine fette Bassdrum die ganze Nacht lang gehört. Und das war wirklich genau der Moment, wo ich von Synthesizer-Musik, in diese Richtung gekickt bin, wo ich gesagt habe, alles schön und gut mit Harmonien und Melodien, das macht mir Spaß, aber ich brauche diesen Knall. Und das war wirklich dieser eine Moment und da war es natürlich ganz lustig, dass ich ein paar Jahre später dann bei Max auf der Plattenfirma Lost Bird veröffentlicht habe, aber das war wirklich, das kann ich wirklich auf diesen einen Abend äh, fokussieren, wo ich gesagt habe, da habe ich die Bassdrum entdeckt, also da habe ich das Knallige entdeckt und das war... Und da war ich natürlich schon, da habe ich mich natürlich schon damit beschäftigt, was macht, macht Westbam selber für Musik und habe dann mitbekommen, der Klaus-Jan Kuhn macht da ganz viel und habe mir die ganzen Sachen natürlich angehört, Maruschas Produktionen und so. Und, ähm, aber außer dieser Initialzündung hatte ich, glaube ich, einfach viel zu viele eigene Ideen, als dass ich jetzt sagte, ich will jetzt was machen wie der und der oder der und der. Also wenn, dann eher immer kombinieren. Also ich hätte damals bestimmt auch gesagt, ja, so knallige Bassdrums wie die DJs so und so und so auflegen. Kombiniert mit Melodien wie Vangelis, die zehn Jahre vorher gemacht hat. So in die Richtung, das kann ich mir vorstellen. Aber es war immer eine Kombination. Es war nie so, dass ich gesagt habe, ich will werden wie Prodigy oder so. Außer der Musik gibt es eigentlich die zweite große Leidenschaft. Es sind äh, Filme und alles drumherum. Also Videotechnik, Filmen selber ein bisschen und äh, Storytelling. Das sind alles Sachen, die ich so als verbleibendes Hobby habe, weil Musik ist ja seit 20 Jahren mein Beruf. <laughs> Aber es kam dazu, dass mein damaliger Kollege, der Partner bei RB, der Farid, auch Filmfan war. Und wir damals schon einen großen Projektor uns äh, zugelegt haben, was damals noch relativ selten war. Und Filme wirklich oft in Originalversionen gehört haben. Und da dann auch gesagt haben, es ist echt schade, dass, ähm, dass erstens die Dynamik in den deutschen, wenn du im Fernsehen äh, die Filme guckst, die sind halt alle so auf so eine Wohlfühllautstärke. Und äh, inzwischen kriegst du die auf Blu-Ray und so weiter, sind die Kinomischungen drauf. Aber früher war im Fernsehen eben diese diese Seichte. Also ob der Schauspieler flüstert oder schreit, es hat fast die gleiche Lautstärke, damit man nicht belästigt wird. Und das fanden wir natürlich scheiße. Und im Gegenzug, wenn du dann die amerikanische Originalversion gehört hast, wo du wirklich, ähm, also Seven war zum Beispiel so ein typischer Film, wo du dann so ein Flüstern hörtest und dann musstest du wirklich dich hin. Und und dann kamen die Schüsse und oder dann kamen halt die Schreie und du bist halt echt zusammengezogen und das war schon, also es war schon ein schönes Hobby, Filme im Original zu gucken. Und dann, als man dann so instrumentale Tracks gebaut hatte und nicht jeder Song sollte Gesang bekommen, weil das ja auch eine wichtige Komponente war, sich von der Popmusik im Radio ein bisschen zu differenzieren, dass man sagt, äh, guter Gesang ist schön, aber es muss nicht die ganze Zeit gesungen werden. Wenn Gesang war, wurde ja auch nicht die ganze Zeit gesungen bei den R&B tracks Also das heißt, es war dann mal so eine Einblendung und dann ging es halt einfach instrumental nach vorne, aber eine menschliche Stimme ist einfach ein, ein tolles Instrument und ähm, gerade amerikanische Schauspieler oder angloamerikanische Schauspieler sind halt einfach schweinegut. Also gerade auch im Vergleich zu deutschen Schauspielern in äh, deutschen Fernsehproduktionen, wenn du dir die Original-Samples, ich meine, klar, du kannst sie auf R'n'R-Alben hören oder I Pacino oder ähm, wem wir da nicht alles gesampelt haben, ähm, das sind einfach, das, das sind Stimmen... Da habe ich Gänsehaut bekommen und das passt natürlich super zu einer Musik, die zwischenzeitlich in den Breaks auch Gänsehaut erzeugen sollte. Ähm, also so ist es gekommen. Also ja, ist natürlich ähm, ganz eng gesehen hart, das noch mit Kunstbegriff durchzubekommen, rein juristisch, weil äh, im Prinzip juristisch ist es natürlich Clown. Äh, natürlich haben wir nicht bei Al Pacino angerufen, äh, ob wir sein Sample benutzen dürfen oder bei der Filmfirma, denen die Rechte gehören. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich das jetzt nicht mehr tun würde bei meinen jetzigen Alben, weil das wäre mir einfach das Risiko, wenn mir zu groß ist, dass es irgendwo mal Ärger gibt. Ähm, ja, aber es war, es war die Liebe zu Film und nicht nur zu Film an sich, sondern wirklich zu, zu, der, zu den Fähigkeiten von guten Schauspielern. Ja. Es, es gibt keine. Identische Reihenfolge. Es gibt so ein paar Faktoren, die, die sich schon wiederholt haben. Ich meine, man muss überlegen, dass ich das seit über 20 Jahren mache. Ähm ein Faktor, der ganz früh schon angefangen hat, also Redemption zum Beispiel, ist äh, am Klavier entstanden. Also wirklich, ich hatte noch als... als ist Redemption ist ja im, im Kinderzimmer bei meinen Eltern entstanden. Also ich habe ja noch nicht alleine gewohnt mit äh, 17 ist es entstanden, mit 18... Und ja, so um den Dreh. Auf jeden Fall, ähm, ich habe damals gerne am Klavier gesessen und einfach nur rumgeklimpert. Ich habe Klavierstunden gehasst. Aber so sitzen und einfach ein bisschen rumklimpern, das fand ich geil. Und dann eben Melodien finden, ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Also ich habe mir, hab mir viele Techniken an, angeschafft. Ich mache inzwischen äh, Filmmusik in allen möglichen Genres. Ähm, und da kann man viel lernen. Aber wie man eine gute Melodie lernt, äh, spielt, komponiert bin ich noch nicht dahinter gekommen. Und es hat sich auch nicht viel verändert, seit ich das seit 25 Jahren mache. Ähm, ich setze mich hin und spiele und irgendwann ist was da. Und wenn ich Glück habe, gab es das noch nicht. Weil <laughs> es ist natürlich schon so, dass du, wenn du, äh, wenn du harmonische Folgen abspielst, dass da schon mal Sachen dann einfach, dass du dann Sachen spielst, wo du dann merkst, ah nee, scheiße, ja, das war das und das. Also das passiert natürlich schon, dann äh, wieder löschen. Aber... Wo das herkommt, habe ich keine Ahnung. Das ist ein Weg, wie man, wie man einen Song anfängt. Also einfach Klavier heute laden, früher am Klavier sitzen, heute Klaviersamples laden, loslegen. Weißt du, mit Kopfhörer auf, einem schönen Klavierklang in einer großen Halle. Und dann, ah, das klingt interessant, das nehme ich mal auf und dann schon mal beiseite legen. Und der zweite Weg, der immer wieder vorkam, sind Sounds, geile Sounds. Also entweder probiert man Sounds durch oder man Stellt sich vor so eine Wand, wo Sounds mit solchen Kabeln nicht programmiert werden, sondern gesteckt und bastelt einfach eins, zwei, drei Stunden und irgendwann kommt dann so ein Sound raus und dann sagt man, boah, geil. Und dann hat man eine Idee und nimmt die auf und also Sounds, das sind so die beiden Dinge: Melodien beim Klimpern und äh, Sounds beim Rumspielen. Das sind so die zwei. Äh, die zwei, was man Inspiration nennen könnte, und natürlich für meinen jetzigen Job äh, muss ich mir viele Sachen erarbeiten. Also es ist schon so, dass du wirklich manchmal auch ein, ähm, ein Briefing bekommst. Äh, für die Filmmusik brauchst du das und das, und dann kannst du dich nicht hinsetzen und sagen, ja, ich spiele mal ein bisschen rum, sondern dann musst du wirklich schon fokussiert nach vorne gehen und dann das erarbeiten. Aber im klassischen Sinne und auch was die Hits der 90er anbelangte von mir, das war wirklich die zwei Sachen: Melodien klimpern und Sounds schrauben. Ja, das, also von, von, der, von der Arbeit an sich, jetzt vom Handwerk, ich habe ja das Handwerk dann noch 15 Jahre weiter betrieben, betreibe es immer noch und versuche mich im Handwerk an sich immer zu verbessern, äh, was jetzt nicht mehr im Bereich Rave so viel ist, äh, sondern in anderen Bereichen. Das ist was, was es mir sehr erschwert hat, dass ich, ähm, dass ich so eine Tendenz habe, ich, ich bin ja Autodidakt, ich habe es ja nie studiert oder so Musik und ich wollte mich aber immer verbessern. Und es gibt einen, einen, einen Zeitrahmen 1996, wo ich gemerkt habe, diesen Weg, den ich seit 1991 gegangen bin, dass ich gesagt habe, ich will melodiöse Themen mit schönen Synthesizer-Sounds kombinieren mit knallharten Drums. Den konnte ich 1996, Ende 1996, da war ich an einem Ende angelangt. Also mit Spring und Reality war vom Tempo, von der Soundhärte, von der Melodik. Ich konnte aber nicht, es, es gab keinen Weg mehr, den ich weitergehen konnte. Ich hatte mich so gefühlt so von Redemption beginnend immer weiter gesteigert. Es wurde knalliger, härter, schneller, noch melodischer, noch schöner, noch ergreifender. Und deswegen gab es da auch so eine Zession. 1997 ist gar nichts rausgekommen und 1998 dann ganz andere Sachen mit Breakbeat. Weil ich da einfach, es ging, ich sah keine weitere Entwicklung. Und das ist natürlich schon so ein Grund, warum ich sage, dass vor allem Spring eigentlich so der stärkste Song, ist zufälligerweise auch der erfolgreichste, kommerziell erfolgreichste Song gewesen, aber ähm, da stimmt alles. Also man, als Künstler denkt man ja gerne mal wieder an seine alten Sachen und denkt sich, ja, ich würde das jetzt anders machen. Da könnte man jetzt das und das machen. Was die Technik und die Sounds anbelangt, ist man natürlich heute viel weiter. Aber was Melodien anbelangt, Steigerungen und so, da sind so Sachen wie Redemption und Spring, da ist nicht mehr viel Luft. Also da kannst du nicht, das ist auf dem Punkt. Das das zwar von mir, aber ich muss sagen, ja, ist auf dem Punkt. Sorry. Also, also, das sind schon, ja, bin ich auch ein bisschen stolz drauf klar? <laughs> ja. ja. <laughs> Sowohl als auch. Also wir, wir, wir waren ja viel live unterwegs. Und da hat man natürlich dann persönliche Kontakte zu den ganzen anderen äh, Leuten, die da performt haben. Gerade oben die Berliner rum, um Los Birrit rum. Ähm, Ravers Nature, ähm, Westbam, Marusha haben wir ständig getroffen. Und mit denen haben wir dann natürlich uns auch angefreundet und den hat man dann im Hotel auch vor und nach den Auftritten abgehangen und im Backstage und also da waren wir schon so in so einem Netzwerk drin. Ähm, aber so diese Rave Community, ich meine, es ist halt schwierig zu sagen, weil es ist, ich habe es halt ganz anders erlebt. Also ich war halt jedes oder fast jedes Wochenende auf irgendwelchen Raves oder in Diskotheken, wo Rave gelaufen ist. Aber ich habe mich halt nicht abends fertig gemacht, um da hinzugehen, um dann zu tanzen. Und ich habe es halt anders erlebt, weil ich hatte dann einen Job zu tun und der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber es war, ich denke, es ist eine andere Erinnerung, wenn ich jetzt daran zurückdenke, als wenn die Leute, die sich jetzt hier diese Videos angucken über die Zeit damals, die, die erinnern sich da anders dran. Also ich hatte schon sehr viel Spaß und ähm, habe auch viel gefeiert. Auch gerne mal zu viel getrunken am Freitag und Samstagabend. Aber so Rave-Bewegung, ich, ich, es, es, halt es war halt auch jobtechnisch einfach viel zu tun. Man muss halt schon sehen mit den ganzen Videodreh, Videodrehs. Also, ich war schon fünf Tage im Studio bis nachts um drei und dann am Wochenende unterwegs. Ich glaube, das, es ist ein anderes Leben, als wenn ich sagen würde, ich war Raver. In dem Sinne. Also es war, ich war in erster Linie, glaube ich, Musikproduzent und natürlich Teil dieser Bewegung, weil es meine Fans waren, die es mir erst ermöglicht haben, diese Auftritte zu haben. Also ähm, ja, und dazu kommt natürlich so rein musikalisch, gab es in dem Bereich nicht Leute, wo ich gesagt habe, oh geil, so will ich mal werden, ne? sondern ich hatte da so mein eigenes Ding. Also äh, ja, mit dieser, mit dieser etwas zwiespältigen Beantwortung lasse ich das, mal, <laughs> das ja so stehen. Das Musik, äh, Video und Film war für beide von Projekt RB immer schon ein Hobby und Leidenschaft. Und ähm, es gab dieses furchtbare 1994 das furchtbare Redemption Video, <laughs> was auch extrem günstig war, ähm, aber auch so aussah. und äh, wo fahren und ich dann gesagt haben, boah, nee, das geht gar nicht, das ist echt scheiße. also es ist wirklich äh, wir haben immer wieder, wenn wir dann irgendwo bei welchen äh, welchen Interviews und so weiter waren, wir gefragt wurde, ja, welches Video sollen wir denn spielen? War immer nur eine Aussage Redemption nicht, weil das Video ist einfach scheiße. Also es ist einfach Müll. Und da haben wir gesagt, so, also wir geben gerne was von unserem von unserem von unserem Einkommen für, von der Plattenfirma ab. Ähm, weil wir haben ja, man muss ja schon dazu sehen, wir haben ja die Hälfte bezahlt der Videos. Ne? Also es waren, wir hatten Bandübernahmeverträge, hieß das damals, also man hat insgesamt ein bisschen mehr Geld bekommen, aber man hat auch ähm, die Hälfte der Ausgaben mitgetragen. Also das heißt, äh, 50% der Videos haben wir von unseren Lizenzen bezahlt und wir haben zwischenzeitlich wirklich im Vertrag stehen gehabt, dass wir auf 35mm Film drehen, Musikvideos. Und äh, da muss ich jetzt mal wirklich ähm, die Lorbeeren zum allergrößten Teil an Fahrrad weiterleiten, weil er den Kontakt zu Martin Weiß geknüpft hat, um, der die richtig geilen Videos dann gedreht hat. Ne? Also ab ähm, dann äh, diese sehr cineastischen Videos äh, mit diesen entsättigten Farben und wo auch äh, hinterher sogar richtige Stories bei gekommen sind, kleine. Und äh, das hat schon zum großen Teil der Farid angeleiert, also... War dann in meinem Studio und er hat oben am Telefon Sachen klargemacht. Ich glaube, ich war da ein bisschen draußen bei dem Prozess, aber ich glaube auch viel von den Stories, die dann der Martin Weiß sich ausgedacht hat, da hat der Fahrrad auch mit drin gehangen. Also, das hat er schon gemacht, ja. Spring, ganz klar. Also, gerade auch, weil es dann, dann markiert, dass ab da die Videos richtig cool wurden. Also, die danach. Doch da es auch mal wieder welche. Also ich meine dieses äh, das Doppelvideo, ähm, was wirklich richtig viel Geld gekostet hat für die A und B Seite damals ähm ja, ich überlege auch Break the Silence. Gar, Genau, Break the Silence and Everything, also diese kleine Agentengeschichte. Ja. Das hat da hat natürlich allein der Dreh schon Spaß gemacht, ne? Also so ein bisschen mit äh, quasi kleiner Kinoausstattung da in der Wüste zu drehen, das das da war der Dreh alleine schon ganz geil. Ähm, aber also im Prinzip ab Spring wurden die Videos richtig gut und ab da macht es halt Spaß, die auch noch mal zu gucken, also, ja. 1996 ging es halt in diese Richtung Rave einfach nicht mehr weiter. Wir waren bei 163 BPM an, also Re Reality geht von 160 auf 163, wird sogar schneller. Ähm, und da war einfach, wir, wir konnten ja nicht auf 170 gehen. Und da gab es ja dann diese Session, dass dann, dann kamen auch Shadows mit, mit Sharam. Also dann wurde es wieder eigentlich langsamer, weil wir einfach diesen Weg nicht mehr weitergehen können. Und Break the Silence als äh, Breakbeat-Nummer, da war einfach auch die Ansage, das wäre doch eigentlich auch was für den englischen Markt. Und ähm, Low Spirit hat eine Unterfirma damals gegründet, auch in, in, in London, in England. Und wir hatten denen dann gesagt, ja, hier, äh, guckt mal, nächstes, nächste Single von uns äh, ist auf jeden Fall was für den englischen Markt, weil die hatten mit dem Rave aus Deutschland ja nichts zu tun. Und ähm, irgendwann dann, Monate später. Bei MTV, Platz 1 der MTV Videocharts, äh, Break the Silence, glaube ich. Und Anruf in London. Hallo, wie sieht's aus? Wir sind auf MTV Platz 1. Äh, wie sieht's denn aus? Das ist die B-Seite von der Single, wisst ihr schon, ne? die, die wir euch geschickt haben: oh, die B-Seite haben wir uns gar nicht angehört. Also, das waren halt Plattenfirmen damals, ne? Also, naja, ja. da ist äh, schon einiges schiefgelaufen auch. Also, naja. Naja, wie gesagt, das ist ja bei uns intern auch so passiert, dass dann 96 so ein Zenit erreicht wurde. Ähm, die Live-Versionen sind ja auch nochmal härter und nochmal schneller gewesen, nochmal kürzer. Ähm, live haben wir den Kram ja noch weiter so gespielt, aber dann einfach als als Künstler, wenn man sich weiterentwickeln, wir wir selber standen da in so einem ja, auf so einer auf so einem auf so einer ja, Zwickmühle nicht, aber in so, an so einem an so einem Kipppunkt, wo es gekippt ist 97, 98. Also insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, Fahrrad hat damals hauptsächlich Hip-Hop gehört. Ähm, was ich furchtbar fand. Also gerade, also richtig so old school rap. Also ein, im Prinzip einfach nur eine Drum Machine und ein Typ, der rappt. Also jetzt nicht. Ne, und da konnte ich gar nichts mit anfangen. Das war dann, das war dann intern auch, also da war dann musikalisch wirklich extrem bei den beiden Teilen von R&B so 97, 98. Da war es da war es schwierig. Also da ging es sehr viel gegeneinander statt miteinander. Und ähm, ich selber wusste auch. Nicht. Also, Filmmusik fand ich ja immer schon geil. habe man ja auch an dem Whitescreen-Album White ähm, in die Richtung wäre ich gern weitergegangen, aber die Plattenfirmen wollten natürlich, ähm, wollten 97, 98 auch immer noch das, was 96 wir gemacht haben. Klar, die wollten weiter das, äh, aber ich wollte halt auch mich weiterentwickeln und äh, wollte selber diesen Sprung machen, was ich gerne gemacht hätte. Wenn ich diesen Zeit übersprungen hätte, so zu dann den French House-Sachen, so wo es dann das, nächste, das erste nächste Mal nach dieser äh, sanften Hauswelle wieder Härte reinkam, war für meinen Geschmack halt ähm, ähm, aus der Prodigy, die haben das immer schon relativ hart gehalten und so, aber ähm, das nächste, was dann, was dann, was dann groß rauskam, ähm, ähm, waren halt die Sachen auf, äh, auf Punks Plattenfirma, also Daft Punk selber auch die das äh, mitentwickelt haben und ähm, so die ganzen französischen harten, die noch langsamer waren, aber noch härter, das fand ich wieder geil, aber dazwischen war so eine ewige Durststrecke äh, um den Jahrtausendwechsel, wo musikalisch, das war schwierig, ja, also wie du sagst, das, äh, das war auch nicht meine Musikzeit damals, ne, das stimmt, ja. Also, ich war meistens im Studio und der Fahrrad war am Telefon. Das waren so die 90 Prozent der Zeit, <laughs> die Aufteilung. Ähm ja, am Telefon zum Beispiel, um die Videos zu organisieren und auch da sich um Geschichten auszudenken. Ähm das ist musikalisch viel weniger involviert. Er ist da ein bisschen, er, ist da, er möchte das nicht, dass man das so ausdrückt, aber es ist halt so. Also insofern, also es gibt keine Melodie, die er eingespielt hat, es gibt keinen Satztext, den er geschrieben hat, es gibt kein, keine Tastatur, ja, nichts im Studio, was er berührt hätte. Insofern, also er hatte definitiv auch Einfluss auf die Singles, gar keine Frage. Aber eben, wir saßen nicht die ganze Zeit zusammen da und haben es zusammen erarbeitet. Also, das ist, also ich habe halt schon. Großen, wie gesagt, es war damals ja auch viel Arbeit. Also es ist äh, also nur so ein klassisches Beispiel, dass bei Spring gab es zwei Melodien und so weiter und äh, dass ich die eine Melodie recycelt habe, war so eine Idee. Also ich habe ja die eine Melodie, ist ja schon älter, von dem äh, Ever Means Never ähm, Song äh, von 1990, 1991, Le Petit Prince, glaube ich. Ähm, da gab es so einen schrägen Track, ähm, wo eine von den beiden Spring Melodien benutzt wurde. Und falls Idee war zu sagen, ja hier die, die, die musst du nochmal wieder einbauen. Da ist jetzt so, ich als Komponist würde natürlich sagen, ähm, ja das ist jetzt aber eine großartige Leistung. Andererseits, es war seine Idee. Ich hätte die Melodie wahrscheinlich, ja, habe ich schon mal gemacht. Und das ist mit einem Grund, warum Spring so erfolgreich war. Das muss ich einfach zugeben. Ne? Also, aber die Groß den großen Teil der Arbeit, also gerade auch den Tonmischung und äh, all das, die Sounds raussuchen, das habe ich halt gemacht alleine. Ja. Und Remixe und Live-Version habe ich komplett alleine gemacht. Also Remixe war fachet nie anwesend. Nee. Ja. Naja, absolut beides. Also es ist schon so, natürlich freue ich mich im Nachhinein über diese Erfolge, die mir im Prinzip auch ermöglicht haben, dass ich jetzt noch von Musik leben kann. Aber es hätte natürlich ganz anders ausgehen können. Also das ist natürlich schon blöd. Also, gerade auch mit mh, hinsichtlich der Möglichkeiten, die man jetzt hätte. Also, dass das Ganze auch menschlich halt nicht mehr funktioniert hat, ist schon schade. Aber sowas passiert? Passiert in den besten Freundschaften. <laughs> ja, in einer Woche spiele ich auf der Mayday, was ich eigentlich in den letzten Jahren habe ich immer wieder mehr Gedanken darüber gemacht, ob ich nochmal ein Live-Set zusammenbaue. Ich wollte mich ja musikalisch immer weiterentwickeln, also 1996, als das Rave, die Rave-Musik für meinen Geschmack absolut auf ihrem Höhepunkt war und das nicht mehr weiterging, ähm, gab es ja so einen so Break und ich habe dann viel ruhigere Musik gemacht, viel Filmmusik, was jetzt auch mein Job ist. Ähm, aber immer wieder kamen natürlich Anfragen, erstens nach RB. Da habe ich immer direkt gesagt, nein, geht nicht. Wir haben uns leider nicht äh, gut getrennt und äh, ja, rein juristisch darf ich nicht unter meinen Initialien auftreten, weil in der Zeit, in der die Hits entstanden sind, waren wir nun mal zu zweit. Und äh, das Thema ist also abgehakt. Ich müsste also, wenn eh, als rolf Rolfmeier Bode auftreten. Und mit meinem Anspruch, wenn ich ähm, eine Stunde live spielen würde, bräuchte ich dich, drei Monate, um das zu entwickeln, weil es war immer, es war damals schon so, dass die Live-Versionen anders waren und das wär, wäre für mich jetzt auch mein Anspruch. Ich würde nicht einfach nur. Das, was ich als die drei, vier Soloalben, die ich jetzt gemacht habe, ähm, hab, einfach live spielen, sondern ich würde da schon extra Versionen entwickeln wollen, das dauert. Ähm, das, naja, das ist halt, da muss man erstmal in Vorleistung gehen. Und wenn da so ein, zwei Anfragen für kleinere Sachen sind, deswegen ist das nicht passiert in den letzten Jahren. Aber vor ein paar Wochen hat mich äh, der neue Junge von Raver's Nature angerufen und gesagt, du. Wir haben einen Auftritt auf der Mayday und naja, hättest du Lust, für eine Viertelstunde als Gast dazu zu kommen? Und dann habe ich überlegt, eine Viertelstunde kriege ich ja voll. Das sind inzwischen 20 Minuten geworden. Ich bin jetzt gerade dabei, die Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, zusammen zu kombinieren mit, äh, mit Ideen, die es noch von früher gab, mit der Geschwindigkeit irgendwo so dazwischen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie schnell es werden wird. Aber ähm, insofern mache ich da jetzt mal so ein Experiment: 20 Minuten. Ob sich das wiederholen wird, kann ich dir dann erst nach der Mayday sagen. <laughs> Für die, die es nicht wissen, 2009, 2010 gab es ein Remix-Album, 2013 und jetzt dieses Jahr habe ich ein komplettes Album jeweils gemacht. Und alleine, komplett alleine, das 2013 auch mit Gesang. Die Sachen sind natürlich, ich meine, ich verdiene ein bisschen Geld damit, aber da könnte ich nicht wirklich so von leben und will ich auch nicht. Aber das ist immer so, mein, mein, mein Hauptjob sind Auftragsproduktionen, oft für Bewegtbild, also so kleine Filmmusik kann man das nennen dann. Und da bin ich Dienstleister. Also da kommt der Kunde auf mich zu und hat schon oft Vorstellungen. Und entweder sagt er, es soll klingen wie Hans Zimmer oder er sagt, das soll nach Jazz klingen oder dies und das und dann mache ich das. Also. Das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, am Anfang war ich nicht so ganz sicher, weil ich ja doch schon auch ein starkes Künstlerego damals hatte, in den 90ern immer meinen Weg gehen wollte. Aber wenn man das mal ausschaltet, macht es echt richtig viel Spaß, sich in ein Ding reinzu. Also nur in den Jazz. Ich bin, kein, ich bin kein ausgebildeter Jazzmusiker. Aber wenn die Leute das haben wollen und es Sinn macht für das Projekt, dann macht es mir schon Spaß, mich da so tagelang reinzufuchsen. Dass es ein bisschen in die Richtung geht, dass es so klingt. Ähm, es ist immer wieder was Neues. Also ich habe jede Woche mache ich eine andere Art von Musik und das ist das macht mir schon sehr viel Spaß. Also das ist ein bisschen das, was mir in den R&B Jahren gefehlt hat, dass äh, diese diese extreme Bandbreite. Aber es staut sich dann immer wieder eigene Energie auf, die sich dann in diesen Alben alle paar Jahre entlädt. Also insofern habe ich da eh das äh, Beste von beiden Welten. Also es würde mich natürlich freuen, wenn meine jetzigen Alben noch mehr Zuspruch finden würden als die paar hundert Leute, die auf meinem Blog das noch mitbekommen. Aber ich verstehe, weil ich nehme ja auch auf keinen Rücksicht. Ich mache, worauf ich Lust habe. Es würde weder in Beatport passen, noch würde es ein DJ auflegen können eins zu eins, so wie die Sachen auf den Alben drauf sind. Es ist wirklich Musik für mich sozusagen und geht schon immer mehr in Richtung Filmmusik. Wobei gestern Abend äh, war ich auf einem Konzert von Hans Zimmer. Der hat die Arena Oberhausen gefüllt, unter anderem. Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da Potenzial ist, dass es mehr als ein paar hundert Leute gibt, die das interessieren könnte. Also ähm, noch mal in die Kamera. Ne? Also wenn ihr Interesse an Filmmusik oder so habt, äh, wenn ihr in Filmen begeistert von Musik schon mal wart, äh, wenn ihr bei Tron oder äh, bei den ganzen Christopher Nolan Filmen, wenn ihr da also Hans Zimmer Musik, wenn ihr da gesagt habt, oh, das klingt ja geil und dann hört doch mal in meine neuen Sachen rein. Das geht ein bisschen in die Richtung. <laughs> Nur mit Beats. <laughs> mein erstes Soloalbum war eine sehr schwere Geburt, hat ein halbes Jahr gedauert. 2009, uh, 13 Stories. Das war wirklich... Da, da, da habe ich viel selber verarbeiten müssen, halt auch, dass das alles nicht gut ausgegangen ist mit RB und so weiter. Dann schon etwas entspannter, auch mit Gesangseinlagen 2013. Und jetzt dieses Jahr ganz neue Foundation. Sehr viel analoge elektronische Instrumente, wieder sehr viel. Also da war sehr viel sehr viel Sound auch wieder dabei, sehr viel Soundinspiration. Absolute Rekordzeit, in sechs Wochen habe ich das fertig gemacht. Das war, das war aber auch Ansatz, äh, stand ein Umzug an und bis zum Umzug musste ich fertig werden zum Jahreswechsel. Ähm, das war so die sportliche Herausforderung dabei. Kann man, äh, sind alle, alle bei ähm, Soundcloud eins zu eins zu hören, komplett. Also muss man nicht kaufen, kann man aber. <laughs> also es würde mich schon freuen, wenn wenn noch mehr Leute die die Musik, die ich jetzt mache, gut finden würden. Also wenn vielleicht Leute aus dem Bereich Filmmusik äh, sich dafür interessieren. Ich würde gerne große Filme machen. Also ich würde schon gerne Spielfilme machen. Ich würde natürlich alle Spielfilme machen, einfach um es zu machen, weil es Spaß macht. Aber natürlich würde ich gerne geile Filme machen. Aber da haben wir so ein bisschen das Problem, dass ich schon auf so richtig Schon auf Popcorn-Kino stehe. Also, ich bin kein Kunstfilmliebhaber, sondern, also Christopher Nolan habe ich gerade auch erwähnt. Das ist Interstellar, die ganzen Sachen, Inception, also die Batman-Trilogie. Also, es, da kommt halt sehr viel zusammen. Es sind halt geile Bilder, es ist ein hammergeiler Soundtrack. Die Schauspieler sind alle top. Das ist für mich super Unterhaltung, komplett. Und bei sowas teilzuwerden, das wäre noch mal eine Herausforderung. Ob ich das aus Düsseldorf heraus äh, schaffen werde in meinem Leben, weiß ich nicht. Aber das wäre noch mal so, doch da hätte ich Bock drauf. Ja. Also, oder ähm, auch gutes Beispiel Daft Punk und äh, Tron. Also auch. Ich hätte es im Detail natürlich hätte ich viele Dinge anders gemacht. Aber äh, alleine schon die Geschichte, dass äh, eine Elektronikduo aus, aus Frankreich bei einem Hollywood-A-Film mitspielen darf äh, und den komplett in ihrem Sound, auch viel mit Analogtechnik, das lässt einfach aufhoffen, dass, dass, dass da in der Filmbranche auch ein bisschen mehr gewagt wird in der Zukunft, ja. Das fände ich geil. Und wer weiß, wie die Mayday laufen wird, vielleicht denke ich ja doch nochmal an den einen oder anderen Auftritt, aber ich weiß nicht, ich gucke es mir mal an nächste Woche. Wir sind gespannt. Ja. <laughs>